Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Senat hat im letzten Jahr im Sommer auf Vorlage der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung die Teilnetzausschreibung Ring beschlossen. Und die wurde dann auch im Sommer, am 23. Juli, europaweit auf den Weg gebracht und am 28. Juli veröffentlicht. Dagegen hat sich, soweit zum Sachstand, ein Mitbewerber mit einem Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer des Landes zur Wehr gesetzt und ist dort zunächst abgewiesen worden. Im Beschwerdeverfahren vor dem Oberlandesgericht, also unserem Kammergericht, gab es dann einen Hinweisbeschluss, dass hier möglicherweise der Europäische Gerichtshof zu befassen sei. So viel zunächst zur Tatsachenschilderung und nun zu den Ableitungen, die die SPD-Fraktion aus diesem Vorgang zieht. Wir haben den Vorgang gründlich beschlossen und wir sind uns in der beraten und sind uns in der Fraktion einig. Erstens, es ist für die SPD-Fraktion keine Option, Frau Kollegin Popp, hier zu einer Befassung des Europäischen Gerichtshofs zu kommen und möglicherweise 2 Jahre verstreichen zu lassen. Zweitens, stattdessen schlagen wir vor, nach einer Möglichkeit einer Heilung zu suchen, entsprechend den etwaigen Hinweisbeschlüssen, die wir noch nicht kennen, des Senats beim Kammergericht. Und da möchte ich mal ein Fragezeichen dran machen. Wenn man nämlich zugrunde legt die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes aus dem Jahr 2004 und 2008, die jeweils abgebildet wurden durch OLG-Beschlüsse Thüringen und OLG-Beschlüsse Düsseldorf, dann ist die Frage der Heilung eine Vakanz. Denn da geht es darum, dass eine Heilung jedenfalls ausscheidet, wenn maßgebliche Bestandteile geändert werden müssten. Und ich glaube und halte es zumindest für möglich, dass die Laufzeitfrage ein solcher maßgeblicher Bestandteil ist. Das wird die Verwaltung zu entscheiden haben, und das ist eine ganz schwierige Entscheidung. Politisch jedenfalls ist diese Entscheidung so schwierig und uns so wichtig, mit der S-Bahn 2017 reibungslosen Übergang zu finden, dass wir darüber hinaus als Fraktion zweitens beschlossen haben, hier einen sogenannten Plan B aufzustellen. Das ist das, was auch die Linkspartei vorschlägt, nämlich möglicherweise dann doch selbst die erforderlichen Betriebsmittel zu erwerben und möglicherweise durch ein landeseigenes Unternehmen dann den Betrieb sicherzustellen. Dabei haben wir zweitens beschlossen, dass wir da nicht zuvörderst die BVG in den Blick nehmen, sondern dass wir eben dann ein anderes oder jedenfalls rechtlich davon selbstständiges, möglicherweise auch Tochterunternehmen denken. Und da habe ich dann natürlich in der Zeitung zur Kenntnis genommen, und das werden Sie ja nachher auch noch versuchen darzustellen, das sei ja sozusagen, da würde ja die Koalition im Eilzugtempo aufeinander zu rasen. Das ist natürlich eine Wertungsfrage, die ich und unsere Fraktion für abwegig halten. Erstens nehmen wir für uns in Anspruch, eine Einschätzungsprärogative zu unserem eigenen Koalitionsvertrag zu haben, gemeinsam mit dem Koalitionspartner. Zweitens ist da von einer rechtssicheren Vergabe die Rede und drittens jedenfalls die Inhouse-Lösung nicht ausgeschlossen. Und ob diese Vergabe nach den vorgenannten Prämissen noch rechtssicher ist, das ist eben das Problem an diesem Vorgang. Jedenfalls aber sind wir uns völlig klar, dass wir das ähnlich wie auch die Verbeamtung von Lehrern, die da nun expresses Verbes ausgeschlossen ist im Vertrag, völlig einvernehmlich und unaufgeregt besprechen und auch miteinander regeln. Denn eins ist klar, auch unser Koalitionspartner, Frau Kollegin Popp, wird natürlich nicht anstreben, 2017 keine plausible Gesamtlösung vorzulegen. Wir haben ferner noch eine wichtige Sache für uns politisch entschieden. Wir schließen aus, und das ist jetzt der grüne Vorschlag, der ja auch in Niedersachsen seit 2000 fabriziert wird. Wir schließen aus, als SPD-Fraktion Züge zu kaufen, und wir reden ja über, wenn wir das Gesamtnetz betrachten, 2 Milliarden Euro möglicherweise, und die dann durch einen Dritten, und ich sage jetzt mal sarkastisch Hinz oder Kunz, fahren zu lassen. Das schließen wir aus, das ist Wettbewerb in das Lohngefüge hinein und bringt Leute ins Spiel. Das ist der pure Wettbewerbsgedanke, die wir möglicherweise da nicht für plausibel halten. Ich fasse zusammen.
Wir erleben hier die Expertiritis. Hier sind externisierte Experten unterwegs. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Hier sind externisierte... jetzt geht es doch noch weiter. Hier stand gerade, Ihre Redezeit ist beendet. Ich fasse zusammen. Wie bitte? Ich kann Sie nicht verstehen, Herr Kollege. Ich habe das gesagt, was wesentlich ist. Ich fasse zusammen. Die SPD-Fraktion hat die Vision, dass die S-Bahn geradeaus fährt. Der Kollege Greinz hat heute eine zutreffende Frage gestellt. Sind wir denn da gut aufgestellt mit dem jetzigen Unternehmen? Wir glauben, dass wir da Korrekturbedarf haben und dass wir dazu ein Verfahren finden müssen, wie in der vergangenen Zeit hier die Bevölkerung zu einer Erstattung kommt. Zweitens, wir haben Druck in einem Vergabeverfahren, das von externen Beratern in dieser Art und Weise auf den Weg gebracht wird. Natürlich wissen wir, dass die politische Verantwortung am Ende bei dieser Regierung abgeladen wird. Wir nehmen diese Verantwortung an. Drittens, wir möchten Sie einladen, den Gedanken in Betracht zu ziehen und dem Gedanken näher zu treten, nicht nur auf einem Bein zu stehen, sondern möglicherweise alle denkbaren Lösungen auszuschöpfen, ohne das zu ideologisieren. Wir glauben und sind davon überzeugt, Frau Popp, jetzt habe ich Sie wieder nicht verstanden, dass das im Interesse Berlins, im Interesse der Berlinerinnen und Berliner der richtige Weg ist. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.